Seid gegrüßt und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Ich glaube, so langsam können wir den Action-Kamera-Marathon hier auf meinem Kanal einläuten, denn auch DJI hat soeben seine neue Action-Kamera vorgestellt. Das hier ist die brandneue Osmo Action 5 Pro. Und wenn man sich die technischen Daten dieser Kamera anschaut, dann müsste die Action 5 Pro zum Zeitpunkt jetzt so ziemlich alles in dieser Kamerakategorie in den Schatten stellen. Lasst uns das System hier im ersten Teil etwas näher kennenlernen. Viel Spaß beim Zuschauen! An die regelmäßigen Zuschauer unter euch, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, es kommen nun mal immer wieder neue Zuschauer dazu. Das hier, der erste Teil, also das Unboxing, mein Ersteindruck. Wir lernen die Kamera erstmal in der Theorie gemeinsam kennen. Und im Anschluss der zweite Teil, direkt nach diesem Video hier auf meinem Kanal schon verfügbar, ein Vlog zu 100% mit der neuen Osmo Action 5 Pro aufgenommen, damit wir all das, was wir hier zusammen der Theorie kennengelernt haben, auch in der Praxis ausprobieren können. Reichlich Footage produziert mit der neuen Action-Kamera. Die günstigste Variante der Osmo Action 5 Pro ohne weiteres Zubehör wie hier in der Adventure-Combo wird zum Zeitpunkt des Release 379 Euro kosten. Die Adventure-Combo hier mit erweitertem Zubehör wird zum Release 479 Euro kosten. Ihr werdet die Kamera gleich kennenlernen. Für das, was man hier geboten bekommt, aus meiner Sicht ein fairer Kaufpreis. Man merkt einfach, DJI möchte die Konkurrenz nicht nur über die technische Leistung des Systems, sondern auch über den Preis aus dem Rennen schicken. Wenn euch die Osmo Action 5 Pro interessiert, ich habe die Kamera natürlich wie gewohnt unten in der Videobeschreibung verlinkt. So viel dazu, starten wir direkt mit dem Unboxing. Einmal das Zubehör auf der rechten Seite, die Kamera auf der linken Seite. Aha, da ist noch was versteckt. Das war's dann aber auch schon. Teil der Adventure Combo, ein Selfie-Stab, natürlich sehr sinnvoll, gerade wenn man mit der Osmo Action 5 Pro auch vloggen möchte. Sieht im Selfie-Stab der Osmo Action 4 Adventure Combo ähnlich und das Ganze lässt sich natürlich ausziehen, wenn man die Kamera ein bisschen weiter weg von sich halten möchte. USB-Typ-C auf USB-Typ-C-Kabel, die magnetische Halterung. Kennen wir bereits schon vom Vorgängermodell. Funktioniert, macht das, was es machen soll. Die Kamera wird hier draufgeklickt. Der große Vorteil zu diesen Schraubverbindungen, wenn man einen Winkel eingestellt hat. Man muss diesen Winkel nicht verstellen, um die Kamera abzumontieren. Jetzt wird's so richtig interessant. Wenn das genau so ist, wie DJI angibt, dann stellt die Kamera schon allein Akkulaufzeiten bedingt so ziemlich alles in den Schatten. Rein äußerlich sieht diese Transportbox und aber auch Ladeschale, was es gleichzeitig ist, dem Vorgänger ähnlich. Was sich aber geändert hat, das sind die Akkus selbst. Ihr seht schon hier, fett aufgedruckt 1950 mAh. Als Osmo Action 3 oder Action 4 Nutzer schreibt gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Wie zufrieden seid ihr bisher mit den Akkus der Vorgängermodelle gewesen? Meine persönliche Meinung, schon die alten Batterien waren richtig gut. Und gerade im Vergleich zu den GoPro-Modellen konnte ich mich darauf verlassen, dass diese Dinger, wenn ich sie einmal aufgeladen habe und dann ein paar Tage später mitgenommen habe, immer noch die volle Kapazität hatten. Diese Teile entladen sich nicht so schnell und selbst die Osmo Action 3 Batterien, die ich habe, sind auch nicht so anfällig fürs Aufblähen, kaputtgehen im Vergleich zu den GoPro Batterien. Also irgendwas macht hier DJI anders. Und jetzt haltet euch fest, es geht um die Laufzeit. DJI verspricht pro Akkuladung, wenn man in 4K mit 30 FPS aufnimmt, eine Laufzeit von 210 Minuten pro Ladung. Ich spreche jetzt nicht von den Laufzeiten einer GoPro, aber selbst zum Vorgänger der Osmo Action 4 ist das eine Leistungssteigerung von 50%. Die Teile können Fast Charging und wir haben gleich drei davon. Also die Sorge, dass einem unterwegs der Strom ausgeht, ist hier nicht mehr berechtigt. Um das umzusetzen, hat DJI einen separaten 4-Nanometer Chip in der Kamera verbaut, der für das Energiemanagement der Kamera zuständig ist. Extreme Temperaturen sollen den Batterien nichts ausmachen, ganz gleich, ob es im Winter bei Minusgraden ist, bei einer Skiabfahrt oder im Sommer bei Hitze montiert auf einem Motorrad der prallen Sonne ausgesetzt. Des Weiteren sagt DJI, das müssen wir unbedingt testen, vor allem auch wenn Sonne draußen ist, läuft die neue Action Cam hier in 4K mit 60 FPS durch, ohne zu überhitzen und vorzeitig auszugehen. Ist eine Ansage, wenn das stimmt, dann auf jeden Fall Hut ab.
Das ist doch schon mal kein schlechter Einstieg und genau so geht's gleich bei der Kamera selbst weiter. Einen Akku werde ich gleich in die Cam einlegen. Schauen wir uns die Osmo Action 5 Pro selbst mal etwas genauer an. Okay, wir haben hier dann doch nochmal weiteres Zubehör, nehme ich mal an. Ja. Das hier wird der Schutzkäfig sein. Genau so sieht's aus. Mit diesem Schutzrahmen wohl eher lässt sich die Kamera auch hochkant an der magnetischen Halterung anbringen, um vertikale Aufnahmen für Social Media und Co. aufzunehmen. In dieser Verpackung ein Klebepad, um die Kamera zum Beispiel auf einem Helm anzubringen. Eine weitere magnetische Halterung lag ebenfalls bei. Diese ist ein wenig kürzer. Das ist dann die Mini-Halterung. Kommen wir mal zur Kamera, die sich hier drin befindet. Wiegt mit eingelegtem Akku 146 Gramm. Kommen wir raus. Im direkten Größenvergleich mit dem Vorgänger, der Osmo Action 4. Scheinen beide Kameras zumindest gleich breit zu sein. Auch gleich hoch zu sein. Und auch gleich tief zu sein. Nochmal im direkten Vergleich die Oberseite, das ist die neue Cam. Die Rückseite, die Unterseite, die linke Seite sowie die rechte Seite. Sah jetzt auf den ersten Blick ja fast gleich aus, aber bauartbedingt hat sich hier einiges geändert. Einmal hier den Linsenschutz entfernt. Die neue Osmo Action 5 Pro ist zu einer Tiefe von bis zu 20 Metern wasserfest ohne ein extra Gehäuse. Ich meine, bei der Osmo Action 4 waren es 18 Meter auch schon ein Topwert. Und gerade in Verbindung mit dem Tauchen oder auch Bergsteigen kommt jetzt eine sehr interessante Funktion zum Einsatz. Die Osmo Action 5 Pro hat einen verbauten Druckmesser und zeichnet Daten wie die Wassertiefe, Höhe, also den Luftdruck, auf. Diese Daten können in Echtzeit während einer Aufnahme angezeigt werden und dann aber auch später mit Hilfe der MIMO-App in den Aufnahmen angezeigt werden. Also ähnlich wie diese GPS-Daten, die man von GoPro und Co. kennt, nur dass hier die Wassertiefe oder eine bestimmte Höhe angezeigt wird. Das ist aber noch nicht alles. DJI hat so ein bisschen weiter gedacht, gerade für die Taucher unter euch interessant. Sobald die Kamera erkennt, hey, ich bin jetzt unter Wasser, es herrscht ein gewisser Druck, dann wird eine Aufnahme gestartet. Gerade beim Tauchen kann sowas sehr fummelig werden, wenn man mit Handschuhen irgendwie hier rumdrücken muss, irgendwie abtasten muss. Ein GPS-Modul wurde nicht verbaut, aber ihr könnt die GPS-Daten von anderen Geräten synchronisieren, einer Apple Watch oder einer Garmin-Uhr zum Beispiel. Ist noch nicht alles, es geht ein bisschen weiter und hier habe ich das Gefühl, hat DJI so ein bisschen aus dem Release der Osmo Action 2 damals gelernt, dazu gelernt vor allem, die Kamera hat einen intern verbauten Speicher von 47 GB. Und jetzt nicht aufschreien, was? Wir können hier keine Speicherkarten verwenden? Auf jeden Fall können Speicherkarten zusätzlich mitverwendet werden. Mit 47 GB kann man im Notfall schon einiges anfangen, oder? Mit Notfall meine ich, man hat die Speicherkarte zu Hause vergessen, ist irgendwie losgezogen an eine Location, wollte was aufnehmen, bevor man wieder nach Hause watscheln muss. Nutzt man den internen Speicher. Man hat vielleicht unterwegs seine Speicherkarten verloren. Kann auch passieren. Oder die Speicherkarten sind kaputt gegangen. Und das ist natürlich ein riesen Mehrwert. Ich finde es geil, was DJI hier raushaut. Die Konkurrenz wird es schwer haben. Man konnte es eben im direkten Vergleich nicht sehen. Aber die nächste Änderung. Auf der Vorderseite wurde nun auch ein OLED-Display verbaut. Um genauer zu sein, zwei Touch-OLED-Displays, selbst hier auf der Vorderseite. Der Schwarzwert bei OLED-Displays richtig gut, kann man hier sogar ganz gut im Vergleich sehen. Dieses Akustikpanel über mir, welches schwarz ist, das Schwarz kommt hier bei der 5 Pro deutlich besser zur Geltung als bei der Action 4. Und es ist euch wahrscheinlich aufgefallen, das Display auf der Rückseite ist zusätzlich nochmal größer geworden. Der Rahmen bei der Osmo Action 4 ist viel größer. Wir haben hier noch diese kleine LED plus den dicken schwarzen Streifen hier auf der Rückseite. Das ist hier bei der 5 Pro entfallen und somit ist das derzeit die Action Cam mit dem größten
Touch-Display auf der Rückseite ist 2,5 Zoll groß. Das Besondere an den OLED-Displays ist, diese decken 100% des DCI P3 Farbraums ab. Zumal diese Kamera, genauso auch schon wie der Vorgänger, hier extra einen Sensor hat, der die Farbtemperatur misst, damit die Farben bei den Aufnahmen, Hauttöne und so weiter letzten Endes naturgetreu dargestellt werden. Und obwohl es die zweite Generation an Kamera ist, gibt es noch keine andere Actionkamera auf dem Markt, die genau solch einen Sensor hier in der Front hat. Der Wi-Fi-Standard wurde verbessert, nicht mehr der 5., sondern der 6., das heißt, hier werden Aufnahmen nicht mit 30 Mbit die Sekunde, sondern mit 80 Mbit die Sekunde, zum Beispiel zur DJI Mimo App übertragen. Sprechen wir mal übers Footage. Auch hier hat sich was getan. Bei der Osmo Action 4 hat DJI letztes Jahr den größeren 1/1 Sensor verbaut. Der Sensor weiterhin 1/1 Zoll groß, ist aber eine neue Generation von Sensor. Nicht der gleiche wie in der Osmo Action 4 aus dem letzten Jahr. Konkret gesagt, die Osmo Action 5 Pro hat 13,5 Stops an Dynamikumfang. Das heißt, der Dynamikumfang soll noch um einiges besser geworden sein, obwohl dieser schon bei der Action 4 auch gut war. Die maximale Videoauflösung 4K bis 120 FPS, was natürlich für Slow-Motion-Aufnahmen sehr interessant ist. Ansonsten in den meisten Standardaufnahmen nutzt man dann 4K mit 30 oder 60 FPS, wenn die Slow-Motion-Aufnahmen nicht so extrem sein sollen. Die Aufnahmen sind nicht nur in 10-Bit D-Log, sondern jetzt auch in HLG möglich. Ich zeig's mal schnell, lässt sich hier auf diesem kleinen Reiter einstellen. Nur noch den Pro-Modus, der ist standardgemäß deaktiviert, aktivieren. Dann auf Farbe. Werkseitig sind nur 8-Bit aktiviert. Ich bin gespannt, ob diese 4K 60 FPS ohne Überhitzen in 10-Bit möglich sind. Okay, dann hier unten die normal 10-Bit. HLG 10-Bit, D-Log M 10-Bit als Auswahl hier möglich. Das ist schon krass, meine Freunde. Ich lasse das Ganze natürlich auf normal 10-Bit. So, bestätigen. Ich habe gerade 4K mit 120 FPS eingestellt, plus die 10-Bit-Aufnahmen, habe noch keine Speicherkarte in der Kamera und oben links dieses Kamerasymbol zeigt uns an, wir können mit dem internen Speicher 1 Stunde und 6 Minuten lang aufnehmen. Wenn ich das Ganze jetzt auf 4K 30 einstelle, 1 Stunde 48 mit einem internen Speicher, das macht ja eigentlich schon fast die Speicherkarte hier überflüssig. So beugt man natürlich auch vor, dass man eine falsche Speicherkarte nutzt, die zu langsam ist, die irgendwelche Schreibfehler verursachen könnte. Ansonsten das Menü kennt man bereits von DJI. Hier jetzt nochmal der extra Reiter mit dem Speicher, die interne Anzeige sowie die SD-Kartenanzeige hier einfach ausgewählt und dann formatiert. Hier dann die erweiterten Einstellungen. Das Menü scheint flott zu sein, finde ich gut an dieser Stelle. Fotos, die man auch im RAW-Format aufnehmen kann, werden jetzt mit 40 Megapixeln aufgenommen. Das ist natürlich eine enorme Auflösung. Bei der Action 4 waren das 9,98, also aufgerundet 10 Megapixel. Wir haben ja vorhin über diesen 4 Nanometer kleinen Chip gesprochen. Dank diesem Chip, ich meine die Einstellung habe ich hier gesehen, kann man jetzt eine Motivverfolgung einstellen. Bis welche Auflösung? Okay, 2,7K 9:16. Ich konnte mir noch nicht genau vorstellen, was diese Motivverfolgung macht. DJI schreibt einfach, das ist ein Gimbal-ähnliches Tracken von Objekten. Das heißt, man kann einen Menschen markieren und dieser wird dann getrackt. Und dann dachte ich mir, wie funktioniert das? Wir haben ja hier nichts Mechanisches, was sich bewegt und stabilisiert und was weiß ich. Ist zum Zeitpunkt jetzt, bevor ich es in der Praxis noch nicht ausprobiert habe, auch keine verbindliche Aussage. Aber wie ich mir das Ganze in etwa erkläre. Wir haben jetzt dieses Frame für Hochformat auf TikTok und so weiter. Und dann kann man später hier irgendwas markieren und das Objekt wird automatisch getrackt und in der Bildmitte behalten. Gerade wenn man irgendwelche Tanzvideos vor der Kamera macht. Das heißt, wir stehen als Person hier in der Mitte, springen dann von links nach rechts und das Bild wird digital hin und her bewegt, sodass wir uns immer noch in diesem 9:16 Ausschnitt befinden. Kann ich dann gerne auch im zweiten Teil ausprobieren. Der besagte 4 Nanometer kleine Chip hat noch einen weiteren Job. Dank des 4 Nanometer kleinen Chips sollen auch Aufnahmen bei Low Light nicht so schnell rauschen wie beim Vorgängermodell. Vor allem bin ich dann auch auf den direkten Vergleich mit der Insta360 Ace Pro gespannt. Denn ich kann jetzt schon leider sagen, dass GoPros Hero 13 Black
das Nachsehen haben wird. Denn im Punkto Lowlight hat sich zwischen der 12er Black und der neuen 13er Black nichts getan. Leider hat GoPro keinen größeren Sensor verbaut. Ich glaube, die hängen so ein bisschen an dem 8:7 Sensor, haben vielleicht eine große Stückzahl eingekauft und dieser muss erst noch verbaut werden, bis das Lager leer ist. Nur so kann ich mir erklären, warum GoPro weiterhin auf diesen kleineren Sensor setzt. Denn die größeren Sensoren letztes Jahr bei der Ace Pro und bei der Osmo Action 4 haben auf jeden Fall einen Mehrwert gebracht. Also schon die Vorjahresmodelle dieser beiden Hersteller sind in puncto Lowlight besser als die aktuelle GoPro Hero 13 Black. Und dank des besseren Rauschverhaltens gibt es nun einen Super Night Mod. Hier muss man dann nur schauen, ob das Bild in diesem Super Nachtmodus nicht unscharf wird. Man hat dann vielleicht kein ISO-Rauschen mehr, kein Bildrauschen mehr, aber dafür ein unscharfes Bild, weil die KI hinter dem Ganzen das Bild so glatt gebügelt hat. Schauen wir dann. Natürlich ist auch die Osmo Action 5 Pro weiterhin mit dem DJI Mic 2 kompatibel. Ganz ohne einen Empfänger, rein über Bluetooth, nur das Mikrofon gekoppelt. Das ist ein Riesenmehrwert. Ganz gleich, ob es für die Pocket 3 Gimbal Kamera ist oder die Osmo Action 4 damals schon, jetzt auch für die Osmo Action 5. Man muss sich keine Sorgen über guten Ton machen. Und ich habe mich im letzten Jahr immer wieder erwischt, dass ich eher zu den DJI Kameras greife, weil es einfach so bequem ist mit dem DJI Mic. Man muss keinen Empfänger irgendwie an der Kamera anbringen. Man muss nicht schauen, sind da irgendwelche Akkus voll aufgeladen, sitzen irgendwelche Steckverbindungen und so weiter. Einfach über Bluetooth gekoppelt. Und los geht's. Und das hier möglich mit zwei DJI-Mikrofonen gleichzeitig für Interview-Vlogging-Situationen mit mehreren Personen interessant. Und das war ja jetzt der erste Teil, der Theorie-Teil zur Osmo Action 5 Pro. Wir haben jetzt zusammen herausgefunden, was die neue Action-Kamera so auf dem Kasten hat. Falls euch das System bereits interessiert und ihr diese Kamera kaufen möchtet, wie gesagt, ich habe die Action 5 in allen Ausführungen unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Also, wenn euch dieser erste Teil hier gefallen hat, dann hinterlasst einen Daumen nach oben, hinterlasst euer Feedback in Form von einem Kommentar unter dem Video, schreibt, was ihr vielleicht sonst noch über die Kamera wissen möchtet. Und jetzt viel Spaß beim Weiterschauen, dem zweiten Teil und dem Vlog zu 100% mit der neuen Osmo Action 5 Pro aufgenommen. Bis gleich!